Hey Foodies, ihr kennt das bestimmt auch, diese Abende, an denen man einfach zu faul zum Kochen ist. Genau so einen Abend hatte ich vor 3 Tagen und habe dann einfach mal in den Kühlschrank geschaut, was ist denn eigentlich noch da? Was kann ich mir richtig schnell zusammenwerfen? Hab gesehen, ein bisschen Gemüse ist noch da, also Ofengemüse und diesmal in einer komplett neuen Konstellation, die ich bisher noch nicht hatte. Und was soll ich sagen? Es ist verdammt gut geworden. So gut, dass ich das sogar zu einem Rezept hier auf Let's Cook mache. Denn dieses Ofengemüse ist an Einfachheit wirklich nicht zu schlagen. Es ist nur Sachen kleinschneiden, in den Ofen hauen und man hat ein richtig geniales Essen. Wie genau ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch heute. Ich habe die Zutaten nämlich alle auch schon vor mir. Ich habe hier einen Fenchel, 6 Karotten, 6 Kartoffeln und ein bisschen Feta-Käse, weil Feta-Käse einfach so einen richtig schönen Geschmack auch nochmal dem Essen verleiht. Und gerade wenn der gebacken ist, ist der einfach super lecker. Wir fangen als allererstes mal an, und zwar damit die Karotten zu schälen. Wenn ihr Bio-Karotten benutzt, dann müsst ihr die eigentlich auch gar nicht mal unbedingt schälen, denn die Schale, die kann man absolut mitessen und die ist sogar ziemlich gesund. Ich persönlich mag es trotzdem irgendwie lieber, wenn die geschält sind. Ich weiß nicht wieso, aber so dieser leicht herbere Geschmack irgendwie mag ich bei dem Essen nicht so. Deswegen schäle ich sie mir trotzdem. Als nächstes werden dann auch direkt die Kartoffeln geschält. Bei den Kartoffeln ist es auf jeden Fall wichtig, die Schale zu entfernen, gerade wenn ihr für andere Personen kocht. Denn nicht alle Menschen vertragen Kartoffelschalen. Wenn ihr selber wisst, dass ihr Kartoffelschalen vertragt, dann könnt ihr die natürlich auch genauso dran lassen. Ich persönlich mag es aber auch geschmacklich ebenfalls lieber, wenn die ohne Schale gekocht wird oder gebacken wird im heutigen Fall. Ob ihr festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln benutzt, ist relativ egal. Einfach das benutzen, was ihr zu Hause habt. Hoppala. Festkochende bleiben natürlich, wie der Name schon sagt, einfach fester, während die mehlig kochenden so weich werden. Man kann es so ein bisschen mit Pommes vergleichen. Also das Innere von Pommes sind immer mehlig kochende Kartoffeln. Was ist denn los hier mit der Kartoffel? Bei den Karotten, vielleicht erinnert ihr euch an eines der letzten Videos, mag ich es total, sie so quer einzuschneiden. Einfach mehr Oberfläche, mehr Röstaromen dadurch und dann im Endeffekt auch mehr Geschmack. Ich mache die ungefähr so einen halben Finger breit, halben Finger dick, wenn das irgendwie Sinn macht. Wobei der eigentlich fast genauso dick ist wie mein Finger, aber ich habe auch sehr dünne Finger. Macht sie einfach ja, in die Form, in die ihr es möchtet. Ob ihr da irgendwelche Ringe macht oder Stückchen, ist da relativ egal. Wichtig ist nur wirklich die Dicke von der Karotte. Denn je dicker die Karotte ist, desto länger braucht sie auch im Ofen. Und ihr solltet das Gemüse in möglichst gleich große Stücke auch schneiden, was die Dicke betrifft, damit eben auch alles gleichzeitig fertig ist. Die Kartoffeln schneide ich ungefähr in so Bratkartoffel-große Scheiben. Ich weiß nicht, ob das eine Einheit ist. Es ist auf jeden Fall jetzt eine Einheit. Ihr könnt sie natürlich auch ein bisschen dicker schneiden, aber denkt dran, dass sie dann innen drin einfach noch nicht so richtig weich gekocht sind. Und ich persönlich, ich mag es auch total, wenn die Kartoffeln dann so richtig schön knusprig aus dem Ofen kommen. Und auch deswegen schneide ich die relativ dünn. Das Gemüse gebe ich dann schon mal in eine schöne große Schüssel. Das ist gerade die größte, die ich parat habe. Falls ihr eine noch größere habt, nehmt gerne eine noch größere, denn ich weiß schon, dass es jetzt ein bisschen eng werden könnte. Der Fenchel kommt nämlich gleich ebenfalls noch mit hinzu. Fenchel ist echt eine tolle Sache. Ich muss sagen, ganz viele Leute unterschätzen Fenchel und auch ich habe ihn völlig unterschätzt, als ich jünger war. Ich habe ihn viel zu spät entdeckt, aber Fenchel ist echt toll, wenn er gebacken ist, weil er so eine ganz bestimmte Süße bekommt und die harmoniert richtig gut mit ein bisschen Schärfe zum Beispiel. Deswegen würzen wir das Ganze gleich auch noch. Erstmal müssen wir den Fenchel aber natürlich ein bisschen kleiner machen und dafür schneide ich hier unten einfach den trockenen Part ab. Diesen Ansatz, der ist meist zu hart und kann man zumindest für das Essen jetzt nicht verwenden, vielleicht für eine Gemüsebrühe oder irgend sowas. Dann halbiere ich ihn einmal. Und ihr seht, der Fenchel, der hat dann so unterschiedliche Schichten und diese Schichten möchte ich jetzt auseinandernehmen. Vielleicht muss ich hier oben auch nochmal ein bisschen einschneiden, dass es auch wirklich sich löst. Denn im Grunde wollen wir jetzt natürlich einfach nur dünneren Fenchel, sodass er eben auch garen kann. Ihr könnt ihn ruhig komplett auseinanderrupfen. Wie groß oder klein die Stücke dann werden, spielt jetzt keine so riesige Rolle. Hier innen drin beim Fenchel seht ihr auch nochmal, dass da so ein bisschen Fenchelgrün ist. Normalerweise ist hier oben dran auch wirklich noch so ein ganzer Stiel mit so ein bisschen Grün, kennt ihr ja bestimmt. Leider haben die es im Supermarkt abgeschnitten, was ich voll schade finde, denn dieses Grün, das schmeckt auch richtig gut, wenn man es in den Ofen gibt. Und gerade jetzt, wo ich ihn auch klein geschnitten habe, dieser Duft, der ist mega gut. Es erinnert mich zwar so ein bisschen aus der Kindheit an Fencheltee, den ich nicht so mochte als Kind, aber gebackener Fenchel ist so was Feines. So, hier haben wir unten doch noch so ein kleines hartes Stück, schneide ich ab. Schaut einfach mal, wenn ihr das Gefühl habt, dass es richtig, richtig hart ist, so hart, dass es auch im Ofen nicht garen wird, dann schneidet es weg
Ansonsten benutzt einfach alles und schneidet es vielleicht nochmal ein bisschen kleiner. Den Fenchel schneide ich dann nochmal einfach in so mundgerechte Stücke. Also die großen Stücke schneide ich einfach nochmal ein bisschen kleiner, dass er sich besser im Essen auch verteilt. Das hier zum Beispiel auch nochmal. Und dann kommt der Fenchel mit zu dem restlichen Gemüse. Und dazu kommt jetzt natürlich Olivenöl. Olivenöl, immer ein sehr schöner Geschmacksträger und schützt unser Gemüse auch vor der Hitze. Ungefähr so 2 Esslöffel, schätze ich mal, waren es jetzt. Dazu kommen natürlich einmal Salz und Pfeffer noch. Beim Salz bin ich erstmal vorsichtig, weil ich gleich noch ein bisschen Feta mit reingeben werde. Pfeffer kommt auch mit hinzu. Und für die Schärfe, und ihr wisst, ich mag Schärfe im Essen, kommt noch ein bisschen Cayennepfeffer mit hinzu. Und dieser Cayennepfeffer, der harmoniert so richtig gut mit der Süße vom Fenchel und von den Karotten. Das war wirklich so eine Kombination, wo ich richtig überrascht war. Da können wir jetzt einfach mal mit den frisch gewaschenen Händen reingehen und alles gut miteinander vermengen. Ist wirklich am einfachsten. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Löffel oder mit einer Gabel machen, aber die Hände verteilen nun mal das Öl am besten. Wenn das Öl dann richtig schön gleichmäßig drin verteilt ist, kommt das alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Alles nochmal richtig gut verteilen und auch darauf aufpassen, dass gerade die Kartoffeln nicht so doppelt sind, sondern die dann auch nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Denn je mehr Platz die haben, desto knuspriger werden die auch gleich. Und ich sage euch, knusprige Kartoffeln sind das Beste, was es gibt. Deswegen verteilt ihr auf jeden Fall richtig schön auf dem ganzen Backblech. Und das Gemüse kommt dann für so 20 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Der ist schon auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Nach der Hälfte der Zeit habe ich den Feta dann auch noch drüber gebröckelt. Ich finde, gerade wenn er so angebacken wird und oben auf der Kruste schon so ein bisschen braun wird, schmeckt er einfach fantastisch. Das Ofengemüse war jetzt doch so 35 bis 40 Minuten drin, denn ich persönlich mag es auch, wenn es so richtig schön knusprig wird. Und da haben wir es. Schaut euch das mal an. Ach, fantastisch. Ihr könnt es auch schon früher rausnehmen, wenn ihr es nicht ganz so knusprig mögt, aber schaut mal hier so diese Kartoffel zum Beispiel. Ach, sieht das nicht gut aus. Also, ich liebe das. Die Menge, die reicht ungefähr so für 2 Personen. Ihr könnt das Essen natürlich auch als Beilage zu Fleisch machen, aber ich persönlich bin eigentlich damit schon total zufrieden. Vor allem dieser Fenchel, der hat einfach jetzt so einen schönen süßlichen Geschmack entwickelt. Auch die Karotte und mit dem Feta zusammen schmeckt es einfach fantastisch. Wenn ihr, wie ich, ein riesiger Feta-Fan seid, dann könnt ihr euch jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen frischen Feta da drüber bröckeln. Denn frischer Feta schmeckt natürlich auch nochmal unterschiedlich zu gebackenem Feta. Und Feta mit Feta ist einfach verdammt gut. Und damit da noch so ein bisschen Farbe ins Spiel kommt, habe ich hier auch noch etwas Thymian aus der eigenen Küche. Mache ich auch noch drüber. Ist mehr Deko als wirklich geschmacklich, aber ihr könnt dann natürlich auch noch mehr Thymian oder auch Oregano mit dazugeben. Passt beides fantastisch und schon habt ihr ein richtig einfaches, schnelles Essen für euch. Super lecker, das sage ich euch. Ich war wirklich extrem überrascht, wie schnell man so einen tollen Geschmack kreieren kann. Probiert es gerne aus, solange es draußen noch nicht zu heiß ist. Macht euch dieses schöne Ofengemüse und lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.